Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Monsters of Law. Heute zum Thema Bundestransparenzgesetz und Recht auf Open Data. It's a match. Beides hat der Koalitionsvertrag der Ampel uns versprochen, aber beides braucht offensichtlich auch noch einen kleinen Schubs, um wirklich ins Rollen zu kommen. Und wir haben großartige Gäste, die heute mit uns beleuchten, wie wir Transparenz und offene Daten rechtlich und praktisch umsetzen. Mein Name ist Aline Blankertz, ich bin Referentin im Team Politik und habe die Ehre, heute durch die Veranstaltung zu führen. Kurz zum Ablauf: Nach einer kleinen Einführung werden wir in die Diskussion einsteigen mit unseren drei Gästen, die ich dann noch vorstellen werde. Es gibt ein ausgewähltes Publikum vor Ort, das ich herzlich einladen möchte, nachher auch noch Fragen zu stellen. Ja, und damit starten wir auch einfach gleich schon. Für die inhaltliche Einführung übergebe ich an meinen Kollegen Stefan Kaufmann, ebenfalls Referent im Team Politik und öffentlicher Sektor. Seit vielen Jahren ist er im Bereich Open Data unterwegs, insbesondere auch lange auf Seiten der Verwaltung, und wird uns jetzt einen kleinen Impuls geben. Mensch, aber jetzt bin ich ja bei der Zivilgesellschaft. Ja, Open Data und Bundestransparenzgesetz ist ein Match. Open Data ist ja so ein wenig greifbares Ding, wie man da rankommt. Also ich habe das ja auch aus dem Inneren des Maschinenraums quasi gesehen. Open Data ist bislang eher so eine Freiwilligkeitsleistung, die man so on top macht bei der öffentlichen Hand, und in der Ausführung noch sehr viel Handarbeit. Also weniger so automatisierte Containerlogistik, wie man das heute macht, sondern immer noch eher so auf dem Stil, wie man es da sieht. Manche machen das aus Überzeugung, manche machen es auch, weil sie gesehen haben, was Zivilgesellschaft mit offenen Daten machen kann und wünschen sich, dass mit ihren Daten, mit ihren Informationen auch sowas passiert. Und andere machen es einfach, weil es alle anderen machen, weil es halt hippe ist und dann auch modern wirkt dann damit. Spannend ist aber, es existiert momentan noch keinerlei Anspruch, um an Informationen der öffentlichen Hand, also in Datenform, tatsächlich auch ranzukommen. Also die bestehenden Gesetze, die wir haben, Paragraph 12a E-Government-Gesetz zum Beispiel, aber auch Paragraph 1 des Datennutzungsgesetzes, sagen zwar, das ist schon alles gut und das sollte man auch haben, aber einen Rechtsanspruch hinterher, um daran zu kommen, gibt es nicht. Das heißt, eine Stelle, die auch sagt, ich möchte es nicht machen oder das ist mir zu aufwendig oder das ist also viel zu teuer, zu kompliziert, hat auch gar keine Sanktionen zu erwarten oder sonstige nachteilige Effekte. Theoretisch ließen sich viele von diesen Informationen auch über bestehende Informationsfreiheitsgesetze, Verbraucherinformationsgesetze und so weiter anfragen. Theoretisch, wie gesagt, also man kann die auch anfragen, aber darin liegt auch schon die Krux. Das heißt nämlich, vielfach sind die Informationen auch bereits schon veröffentlicht, oder man bekommt die auch dann übers IFG, aber man bekommt dann eine PDF- oder Excel-Hölle oder noch andere Formate, die ich gar nicht anzusprechen wage, die auch intern dann verwendet werden. Aber eben nicht in wiederverwendbaren Strukturen und Formaten, dass man auch mit diesen Informationen tatsächlich was anfangen kann. Also außer sie zu lesen. Das ist ja immer noch, das kann man machen. Das skaliert aber halt so schlecht. Das ist umso ärgerlicher, weil die Informationen, die da veröffentlicht werden, an der Quelle meistens schon in irgendwie strukturierten Formaten überhaupt liegen. Also dass die auch in die PDFs reinwandern oder in die Excel-Dateien, ist idealerweise, außer jemand führt das einfach seit Generationen einfach in so eine so Hand-me-down, du bist jetzt die Königin dieser Abteilung, hier hast du die Excel-Listen. Das gibt es ja auch. Aber vielfach liegen die ja schon in strukturierten Formaten vor, dass man die auch direkt verwenden könnte. Man kommt aber halt an die Quellen gar nicht so richtig ran. Also das ist so ein bisschen, wie wenn der Staat so ein Hochregallager hätte. Und er kommt auch an die niedrigen Paletten irgendwie dran und wurschtelt die dann da auch so ein bisschen raus. Und es gibt auch einzelne, also es fehlt aber die Infrastruktur, um wirklich an alle diese Paletten, diese Informationen ranzukommen. Es gibt dann so einzelne Hacks, wo jemand mal so eine Leiter gebaut hat. Oder es gibt dann auch so Handreichungen, wie man an die niedrig hängenden Früchte auch dann so mit dem Cuttermesser rankommt und die dann einzeln rausziehen kann, um sie rauszutragen. Aber so richtige Gabelstapler oder Regalbediengeräte, diese Aufgabe übernehmen in der Regel Dienstleister. Das hat der Staat gar nicht selber in der Hand, da kommt er auch gar nicht ran. Oder aber er beauftragt jemanden, um an die jetzt wichtigen Sachen, zum Beispiel High-Value-Datasets, ranzukommen. Das macht dann aber wieder ein eigener Dienstleister, der mit seinem eigenen Gabelstapler da reinfährt und nur diese Palette anfährt hinterher. Das ist vielleicht nicht so ganz nachhaltig. Also die Wege dahin sind also metaphorische Strickleitern. Und selbst wenn ich an Informationen rankomme, ist immer noch das Problem, dass die Wiederverwendung der bereits veröffentlichten Informationen aus Staatshand meist unsicher ist. Also dieses Bild, Earthrise, darf ich verwenden. Das ist ja das berühmte Bild der Apollo-Mission. Das darf ich verwenden, weil es ein Werk der US-Regierung ist oder eines Beschäftigten der US-Regierung. Es gibt aber kein Gegenstück zu dieser
Regel aus den Vereinigten Staaten, dass Informationen der öffentlichen Hand auch wirklich gemeinfrei ähnlich sind. Es gibt zwar den Paragraph 5 im Urheberrechtsgesetz für amtliche Werke, der beschränkt sich aber nur auf sehr kleine Ausschnitte und der legt dann auch wieder große Regeln auf, was man damit machen darf. Man darf dann nichts verändern und so weiter und so fort. Bei vielen Informationen denken sich dann auch Behörden einfache, also eigene Regeln aus, was mit Informationen passieren darf, bis hin zu Ausdenklizenzen oder ganz schlimmen Dingen wie der Datenlizenz Deutschland. Aber selbst bei den richtig guten Lizenzen ist dann eher so die Frage, ich denke mir halt aus, welche dann gelten soll. Gemeinfrei ist davon hinterher nichts. Damit zeigt sich dann, analog zur Informationsfreiheit ist es mit dem Rechtsanspruch nicht getan. Bei der Informationsfreiheit war ja auch der Gedanke, wenn dieser Anspruch auf Informationsfreiheit da ist, dann wird der Staat ja schon alles daran tun, um die Informationen so abzulegen, so zu organisieren, dass er diesen Anspruch auch möglichst leicht erfüllen kann. Das ist eher nicht so der Fall. Also manchmal führt es dann eher zu so Ausdenkregeln, warum man diesen Anspruch jetzt gerade in dem Moment nicht erfüllen muss. Den Fehler sollten wir auf gar keinen Fall bei Open Data wieder machen. Das heißt, wir müssen eigentlich neben dem Rechtsanspruch, dass man ran darf, auch eine Regelung schaffen, wie der Staat überhaupt diese Informationen auch möglichst barrierearm und reibungsarm rausgeben darf. Das beinhaltet rechtliche Klarheit nicht nur bei dem Rechtsanspruch, sondern zum Beispiel auch, also im E-Government-Gesetz ist es auch sehr, sehr oberflächlich, der Staat soll Regeln schaffen, dass diese Informationen auch bei der Beschaffung neuer Fachverfahren zum Beispiel, dass diese Informationen auch möglichst leicht fließen. Eine Sollregelung, da wissen Juristen gleich und Juristinnen, ja, das kann man machen, das muss man aber nicht. Das heißt, sowas stärker zu fassen, ist ganz wichtig. Wir müssen diese Regelung auf den Stand der Zeit bringen. Und wir müssen aber auch eine Klarheit haben, zum Beispiel im Paragraph 5 des Urheberrechtsgesetzes, dass Informationen der öffentlichen Hand auch wirklich so frei wie möglich wiederverwendet werden können. Also nochmal im metaphorischen Hochregallage gedacht, momentan klettern da Leute händisch durchs Regal, um zum Beispiel Inventuren zu machen, um rauszufinden, was liegt an welcher Stelle. Und das ist auch wichtig, zu wissen, was wo ist, um überhaupt anfragen zu können oder rausgeben zu können. Aber eine der wichtigsten Fragen ist, und dann, was passiert denn dann, wenn wir wissen, was wo ist? Dann komme ich immer noch nicht ran. Das heißt, mindestens im gleichen Zug muss ich eigentlich den Vollzug auch denken, wie der Staat diese Informationen, wenn er weiß, wo sie sind, auch tatsächlich aus dem Lager rausfahren kann. Das ist eine Infrastrukturfrage, die auch als solche gedacht werden muss. Also keine Einzellösung, sondern solide Fundamente. Wenn ich so eine Halle baue, dann gieße ich das Fundament nicht zuerst dort, wo die wichtigen Informationen oder Paletten liegen, sondern ich mache das buchstäblich aus einem Guss. Das muss also ganzheitlich gedacht werden. Der Rechtsanspruch darf sich also nicht damit begnügen, dass wir in Zukunft Dinge anfragen dürfen, einfach nur, sondern wir müssen also diese Organisationspflichten durchsetzen. Deswegen habe ich jetzt hier mal so ein bisschen so eine cringy Folie gemacht. Es reicht nicht nur der Rechtsanspruch, sondern wir brauchen die Organisationspflichten, um wirklich diese stabilen Fundamente auch zu gießen, sodass man diesen Anspruch auch wirklich staatlicherseits umsetzen darf. Kann. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Stefan. Dann ist jetzt auch schon die Gelegenheit, unsere Gäste auf die Bühne zu holen. Dafür kommt noch ein weiterer Stuhl. Wollt ihr? Max? Genau. Christian wollt. Kannst du gerne hier hin? Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Für alle, die euch leider noch nicht kennen, werde ich noch mal kurz euch vorstellen. Und begrüße ganz herzlich Anna Kasautsky. Sie ist Mitglied des Bundestages jetzt seit Beginn dieser Legislaturperiode, direkt gewählt für Vorpommern-Rügen. Sie hat Staatswissenschaften und Politikwissenschaft studiert, ist seit 2014 schon Mitglied der SPD und heute auch insbesondere stellvertretende Vorsitzende des Digitalausschusses und viel unterwegs rund um Open Data und Open Source und auch Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Im weitesten Sinne. Genau. Ja, sehr schön, dass du da bist. Dann haben wir auch Dr. Winfried Feil. Er hat Rechtswissenschaften studiert und promovierte auch dann darin. Er war bei verschiedenen Großkanzleien im Wirtschaftsrecht tätig, ist seitdem bei dem Bundesministerium des Inneren seit 2010. Ab 2002,
2013 begleitete er als Referent die Rechtsverhandlungen zur DSGVO und ist heute Teil der Abteilung oder des Referats DG1.4, wo man sich befasst mit Datenpolitik, Datenstrategie, Open Data in der Bundesverwaltung und im Ressort BMI, knackiger Titel. Schön, dass du da bist. Und zuletzt begrüße ich auch noch Dr. Christian Humborg. Er ist seit 2021 geschäftsführender Vorstand von Wikimedia Deutschland und ist schon seit 2016 in verschiedenen Rollen bei Wikimedia. Davor hat er unter anderem auch Rollen übernommen beim Recherchezentrum Korrektiv, war Geschäftsführer bei Transparency International und hat auch, besonders relevant für heute, 2011 die Plattform Frag den Staat mit initiiert. Hallo Christian. Ja, sehr schön. Dann steigen wir ein mit dir, Winfried, würde ich sagen. Alle warten auf das und freuen sich auf das Transparenzgesetz. Könntest du uns da nochmal einen aktuellen Stand geben? Was kannst du schon darüber verraten? Was wird drin sein und worauf dürfen wir uns besonders freuen? Ja, vielen Dank, Aline, für die Einladung. Hallo in die Runde. Und von mir gerne ganz kurz eine Beschreibung des Standes der Dinge. Ich glaube, nicht jeder weiß, wie so ein Gesetzgebungsverfahren läuft. Deswegen müssen wir, und das ist jetzt der erste Schritt, einen Referentenentwurf schreiben. Und manchmal gibt es, bevor ein Referentenentwurf geschrieben wird, noch Eckpunkte, um schon mal festzuklopfen innerhalb der Bundesregierung, innerhalb der Koalitionsfraktionen, worauf man sich eigentlich einlässt. In diesem Fall wäre es jetzt nicht zwingend gewesen, so einen Referentenentwurf abfassen zu müssen. Aber wir haben uns dafür entschieden, weil es doch ein Projekt ist, was, glaube ich, sehr umfangreich und sehr komplex ist und was eben auch die politische Unterstützung braucht. Und es ist ein bisschen misslich, dass wir jetzt dieses Eckpunktepapier noch nicht verfasst haben. Das hatte auch Ressourcengründe. Es liegt aber auch daran, dass das Vorhaben selbst eben so komplex ist. Wir sprechen, wir haben die Idee, die jetzt hier auch schon formuliert wurde, aufgegriffen. Wir wollen also tatsächlich Open Data und Informationsfreiheit zusammenführen. Das bedeutet, dass einerseits ein Rechtsregime, eine Rechtssphäre, ein Rechtskreis, der bisher mit Open Data nicht so richtig viel zu tun hatte, nämlich die Informationsfreiheit, aufgebrochen werden muss und dass andererseits Open Data eine eigene Rechtssphäre auch in einem anderen Gesetz geregelt auch aufgebrochen werden muss und beides zusammengeführt werden soll. Das ist rechtstechnisch super spannend. Ich bin da auch froh und dankbar, dass ich da mitarbeiten darf bei dem Thema. Aber es ist halt eben rechtlich und dann am Ende auch technisch sehr komplex. Was soll gemacht werden? Also es soll eine Vereinheitlichung von drei Informationsfreiheitsgesetzen geben, dem IFG, dem Informationsfreiheitsgesetz, dem VIG, dem Verbraucherinformationsgesetz und dem UIG, dem Umweltinformationsgesetz. Diese drei Gesetze sollen zusammengefasst werden. Das heißt, der individuelle Rechtsanspruch, den es heute schon auf viele amtliche Informationen gibt, soll dann in diesem Gesetz aufgehen oder weiterhin gefunden werden können. Gleichzeitig soll es eine aktive Pflicht zur Veröffentlichung bestimmter amtlicher Informationen auf einer Transparenzplattform geben. Das ist auf Bundesebene neu. Das haben wir in einigen Bundesländern, also zum Beispiel in Hamburg und in Rheinland-Pfalz. Und darüber hinaus soll dann eben die schon eben aufgeführte Regelung § 12a E-Government-Gesetz aufgehen in diesem neuen Gesetz. Also die Open-Data-Regelung soll zusammengeführt werden mit der Informationsfreiheitsregelung und es soll dann eben auch ein individueller Rechtsanspruch auf Open-Data geschaffen werden, sodass man einen Anspruch nicht nur auf eine einzelne amtliche Information hat, sondern auch einen Anspruch darauf, dass
Daten in maschinenlesbarer, weiterverwendbarer Form zur Verfügung gestellt werden. So, und wie schon gesagt, das ist hochkomplex. Wir arbeiten in einem rechtlichen Umfeld, wo es viel Rechtsprechung zum IFG bereits gibt. Seit 2005 gibt es das Informationsfreiheitsgesetz, wo es umfangreiche Evaluationen dieser Gesetze gibt. Die müssen natürlich auch berücksichtigt werden. Also es gibt zum Beispiel eine IFG-Evaluation von 2012, glaube ich, die hat 500 Seiten. Es gibt die Landestransparenzgesetze, die man als Vorbild nehmen könnte. Und auch da gibt es wiederum Evaluationen dieser Landestransparenzgesetze. Da stehen natürlich auch überall sinnvolle Dinge drin, die berücksichtigt werden müssen. Und das ist nur der rechtstechnische Aufwand. Also ich habe mal hier, die Gesetze, um die es geht, und auch das Gesetz der Zivilgesellschaft, den Gesetzentwurf hier in so einer Synopse zusammengefasst. Immerhin nur einseitig bedruckt. Es ist nicht maschinenlesbar. Und in all diesen Gesetzen stehen viele sinnvolle Dinge drin. Man muss sie nur zusammenführen. Und wir wollen natürlich das Beste aus allen Welten da jetzt reinschreiben in das Gesetz. Es ist aber im Detail unglaublich kompliziert. Wir können dann ja auf einmal ein oder zwei Beispiele der weiteren Diskussion vielleicht mal kommen. Mhm. Aber wenn man die Gesetze, die es schon gibt, zusammenfasst, ergibt sich im Grunde auch die Gliederung des neuen Gesetzes fast von selbst. Es gibt schon viele gute Ideen, man muss sie eben nur zusammenführen. Und das ist jetzt erstmal unsere Aufgabe. Dann die Aufgabe der Politik, den entsprechenden politischen Druck zu erzeugen, um mögliche Widerstände zu überwinden, die natürlich kommen werden. Also wir sprechen ja hier immerhin von allen Informationen der Bundesverwaltung potenziell. Also ja. Von allen Ministerien, von allen nachgeordneten Behörden. Und da gibt es wahrscheinlich großen Widerstand von Behördenseite im Einzelfall. Also ich möchte bitte ausgenommen werden. Aber es wird auch natürlich große Diskussionen in den verschiedenen Spannungsfeldern geben. Darauf können wir auch gleich nochmal das vertiefen. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt schon gehört, es gibt viel Komplexität, viel Problem im Detail. Anna, könntest du vielleicht noch mal so ein bisschen das Zielbild aufmachen von der politischen Seite her? Wo würdest du gerne Transparenz und Open Data sehen? Was soll praktisch umgesetzt werden? Wie sieht das idealerweise aus, wenn das Gesetz so wird, wie wir es uns wünschen? Das kann ich gerne mal versuchen zu umreißen. Moin auch noch mal von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben letztes Jahr schon mal aufgeschrieben, was wir uns eigentlich so vorstellen und haben das auch dem Haus mal mitgegeben als Inspiration, einfach mal vielleicht vorher schon zu sagen, was hätten wir gern eigentlich am Ende als Parlament beziehungsweise an der Stelle als SPD-Fraktion da stehen. Auf der einen Seite muss man natürlich, und da hast du gerade schon viel drüber geredet, drüber sprechen, woher kommt das eigentlich, welche Gesetze sollen eigentlich in diesem Gesetz aufgehen am Ende. Klar, für uns ist an der Stelle aber, dass wir es erstmal Open by Design haben wollen, auch Open by Default. Das heißt, es wird irgendwelche Ausnahmetatbestände geben, wenn beispielsweise personenbezogene Daten damit drin sind, dann will ich nicht, dass die irgendwo offen zur Verfügung stehen, weil niemand muss wissen, Aileen, wo du wohnst oder wo ich wohne oder wo ihr wohnt. Das geht niemandem was an. Und es gibt auch Sachen, die sind sicherheitsrelevant, also irgendwie unsere kritische Infrastruktur, wo die genau liegt, das sollte man vielleicht auch nicht unbedingt offen im Netz veröffentlichen. Aber ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, da ist es völlig in Ordnung. Und deswegen ist unser Ansatz, dass wir erstmal gesagt haben, wir wollen nicht, dass komplette Bereiche einfach an sich gesperrt werden, sondern auch da gibt es Daten, die man problemlos offen zur Verfügung stellen kann. Sondern dass man tatsächlich mit konkreten und einfachen Ausnahmetatbeständen arbeitet, wo man sagt, okay, das ist irgendwie auch verständlich, das ist eingängig und man muss nicht bei jeder Klausel irgendwie jetzt drüber oder bei jedem Datensatz drüber diskutieren, fällt das jetzt drunter oder nicht, sondern man kann einfach gucken, sind personenbezogene Daten drin, das ist besonders sicherheitsrelevant und vielleicht noch ein paar andere Kriterien, aber da können wir uns sehr gerne im Detail auch nochmal drüber unterhalten, auch gerne mit der Zivilgesellschaft, was da in Frage kommt und was nicht. Und alles andere hat offen zur Verfügung zu stehen und zwar für alle einsehbar. Das
erhöht auf der einen Seite natürlich auch das Vertrauen in Regierungen, das Vertrauen in Politik, in den Staat. Wenn ich verstehe, wenn ich nachvollziehen kann, was passiert da eigentlich und warum. Auf der anderen Seite kann es am Ende aber auch die Verwaltung wahnsinnig entlasten. Es kommt halt an der Stelle, kommt es dann tatsächlich darauf an, wie macht man das Ganze? Macht man das irgendwie aus einem Guss oder fängt man hier mal ein bisschen an und da mal ein bisschen an? Weil wir nicht anfangen müssen, irgendwelche analogen Prozesse einfach nur zu digitalisieren und dann denkt man, dann wird alles toll, sondern dass man tatsächlich auch schaut, wie müssen wir Verwaltung umstellen, wie können wir Verwaltung so modernisieren, dass uns Open Data an der Stelle tatsächlich auch hilft. Wir reden auch in der Verwaltung über einen Fachkräftemangel, so, der wird in den nächsten Jahren auch nicht weggehen und da kann uns eine Automatisierung wahnsinnig viel helfen. Deswegen Open by Design, Open by Default, auf jeden Fall auch zur Nachnutzung verfügbar. Die Debatte hatten wir auch gerade auch sehr intensiv mit der Bundestagsverwaltung. Da ging es erstmal um die Dokumente, die wir im Parlament so haben. Die haben dann nochmal aufs Transparenzgesetz verwiesen. Deswegen habe ich mehrere Gründe, warum ich das sehr gerne schnell auf den Weg bringen würde. Aber das ist so die Zielrichtung, in die wir gerne gehen würden. Ja, vielen Dank. Ja, viele auch Verwaltung modernisieren, man muss es wirklich dann zusammendenken. Christian, du bist jetzt ja auch einfach schon sehr lange in dem Bereich unterwegs und hast das die letzten Jahre mitverfolgt. Was ist denn aus deiner Sicht aus der zivilgesellschaftlichen Perspektive noch besonders wichtig? Ja, zunächst möchte ich mich auch nochmal anschließen und auch nochmal von meiner Seite alle hier herzlich begrüßen. Herzlich willkommen bei Wikimedia. Ich habe ja das Gesetz, das damalige, schon mitbekommen, das erste. Das ist ja auch schon ziemlich alt, wenn man weiß. Also damals war das iPhone noch nicht erfunden und WhatsApp gab es auch noch nicht. Ne? Und aus der Zeit ist noch das Informationsfreiheitsgesetz. Ich finde das wichtig, dass man das auch nochmal sagt, dass man sieht, wie alt das eigentlich ist. Und dann nur die Frage ist, wann man es endlich macht. Und auch nochmal ein großes Lob an die Koalition, dass die sich das jetzt endlich vorgenommen hat. Es ist ein bisschen spät, das ist, glaube ich, schon mal die erste Forderung der Zivilgesellschaft auf deine Frage. Also ich glaube, man muss sich jetzt doch sputen. Also beim letzten, also damals vor 17 Jahren, da wurde das eine ganz späte Hängepartie. Da haben wir beinahe die SPD noch reingegrätscht, aber das konnte dann noch verhindert werden. Sonst wäre das nämlich damals gar nicht verabschiedet worden, weil ja damals die Legislatur plötzlich verkürzt war. Und das darf diesmal, glaube ich, nicht passieren. Insofern bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es so kompliziert ist, wie Sie sagen. Ich glaube, wenn man es jetzt ordentlich angeht und macht, dann muss man jetzt zügig vorankommen, damit das nicht erst auf den letzten Metern in einem Zustand ist, dass man da politisch drüber reden kann. Die drei Dinge, die uns, glaube ich, wichtig sind, ist zum einen, dass es verschiedene Dinge gibt im Prozess, die geändert werden müssen. Und das haben wir ja auch schon mit den verschiedenen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen ausgeführt. Beispielsweise, dass der Bundesdatenschutzbeauftragte auch so eine Ombudsfunktion bekommen kann, den man als Mittler anrufen kann, was, glaube ich, gerade in der Auseinandersetzung mit der Verwaltung oft helfen kann. Man muss über manche Fristen reden und auch andere Dinge. Der zweite große Komplex ist für mich das ganze Thema Ausnahmetatbestände oder auch die Frage, wer ist davon erfasst. Das sind vor allen Dingen zwei Themen. Das ist zum einen die Frage, welche Unternehmen sind beispielsweise mit erfasst? Da gibt es ja immer wieder die Diskussion, wo es auch in Hamburg eine lange Diskussion gab, ob die Verwaltung des NDRs, ich rede nicht von den redaktionellen Inhalten, ob die denn auch unter das Transparenzgesetz Hamburg fallen muss oder auch die Universitäten, die dann gern unter der Wissenschafts- und Forschungsfreiheit sich da komplett raushalten wollen. Das darf natürlich nicht sein. Und das dritte Thema, und das haben Sie aber ja schon auch so angesprochen, ist, dass man es gemeinsam mit Open Data denken muss. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig und zentral. Und wir freuen uns auch, dass man auch bereit ist, über die Informationsfreiheitsgesetze auch andere Gesetze anzupacken, wie das E-Government-Gesetz. Natürlich muss auch § 5 Urhebergesetz angepackt werden, weil wir sonst diese komischen Situationen, dass wir nicht genau wissen, was amtliche Werke sind. Das muss natürlich dringend geklärt werden. Und insofern finde ich diesen Ansatz, auch über die Informationsfreiheitsgesetze hinwegzudenken, sehr gut. Ich bin noch gespannt, wie das mit dem wie die Integration erfolgt und auch die Pläne, ob es dann ob das Gesetz so wird, dass es zustimmungspflichtig ist durch die Länder und wie man da auch eine rechtzeitige Einbindung der Länder sicherstellt. Das wird sicher im Prozess wichtig sein zu beobachten. Darf ich noch eine Sache ergänzen? Ja, klar. Hatte ich gerade vergessen, aber kam auch eingangs, ist natürlich eine standardisierte zur Verfügungstellung der Daten. Also ich weiß noch, mein erster Haushalt, den ich mitgemacht habe, der erste Entwurf vom Einzelplan aus dem Digitalministerium, war eine nicht maschinenlesbare PDF-Datei. Und ich weiß nicht, wer sich von euch schon mal so einen Haushaltseinzelplan angeschaut hat. Das ist jetzt nicht, dass man irgendwie sagen würde, ach Mensch, das ist ja irgendwie so schöne Prosa-Einführung, dann weiß man voll, worum es geht, sondern da braucht man diese ich brauche diese Suchfunktion. Wir haben es am Ende geschafft. Aber natürlich müssen Daten standardisiert zur Verfügung gestellt werden und interoperabel sein, weil ansonsten
haben wir halt das Gleiche, was wir gerade analog haben, digital. Das bringt uns auch nichts. Ja, das stimmt. Das klingt immer so, als sei es offensichtlich, aber gleichzeitig kann man es, glaube ich, auch gar nicht oft genug sagen. Danke. Winfried, ich würde vielleicht nochmal bei dir nachfragen, hast du dazu, sozusagen, habt ihr da Überlegungen, die ihr schon teilen könnt und inwieweit, sozusagen, ja, gibt es bestimmte Herausforderungen, die man vielleicht auch nochmal rausgreifen kann aus dieser Komplexität und auch Ideen dazu, wie ihr das angehen wollt? Ja, also erstmal, glaube ich, haben wir jetzt in der ersten Runde noch gar keinen großen Dissens gehabt und ich glaube auch, dass wir die Erwartungshaltung derjenigen in der Politik, die sich für das Thema interessieren, das sind ja auch nicht alle, dann schon auch erfüllen werden. Mir sitzt der Termin Ende 2025, also Mitte 2025 auch schon gedanklich im Nacken. So ein Gesetzgebungsvorhaben hat schlicht und ergreifend eine bestimmte Dauer, allein schon mit den Mindestfristen. Und wir sind da absolut noch im grünen Bereich. Also wir können in 2 Jahren so ein Gesetz natürlich machen. Aber es ist noch relativ unvorhersehbar, wie stark dann eben der Widerstand sein wird. Und im Detail spielen dann eben wirklich, wir reden eben vom gesamten Datenrecht, was da reinspielt. Urheberrecht, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, personenbezogene Daten. Das sind jetzt nur die rechtlichen Abwägungsfragen, die sich stellen. Und dann eben die ganzen technischen Fragen. Soll es eine eigene, das ist jetzt erst auf den letzten Metern, ist uns überhaupt erst aufgefallen, dass es schon ganz viele Transparenzplattformen der Bundesregierung gibt. Also eine war mir schon länger bekannt, GovData, ja, wo eben die als Open Data zur Verfügung gestellten Daten referenziert werden. Das ist eine Bund-Länder-Plattform. Aber jedes Ministerium hat jetzt angefangen in den letzten Jahren auch eigene Veröffentlichungsplattformen zu machen. Also es gibt den Mobility Data Space und die Mobilität des BMDV, also des Digital- und Verkehrsministeriums zum Beispiel. Es gibt Umweltinfo, eine Plattform, auf der auch Daten offen zur Verfügung gestellt werden. Wir haben ganz viele Veröffentlichungspflichten der Behörden, die auf ihrer Webseite die Daten veröffentlichen. Das ist jetzt keine Transparenzplattform in dem Sinne, wie man es sich ja vielleicht vorstellen könnte. Aber es stellt sich die Frage, machen wir jetzt noch eine weitere Plattform? Integrieren wir die ganzen Plattformen, die es schon gibt? Wahrscheinlich nicht realistisch, ja. Aber die Frage muss man sich ja schon zumindest mal stellen, wenn wir von einer großen Transparenzplattform sprechen. Schaffen wir doppelte Datenhaltung? Also das Statistische Bundesamt ist ja in unserem Zuständigkeitsbereich, hat natürlich eine eigene Veröffentlichungsplattform. Was machen wir denn mit den Daten, die dort schon auch vielleicht sogar als Open Data veröffentlicht sind? Müssen die dann nochmal auf einer anderen Plattform veröffentlicht werden? Und? Werden sie nur referenziert, sodass man jetzt eben nicht zu einer doppelten Datenhaltung kommt? Und wollen wir alle Daten wirklich zentral speichern oder dezentral? Das sind alles diese Fragen, die wir uns jetzt stellen müssen. Im Augenblick geht die Tendenz dahin, eher über GovData laufen zu lassen. Ja, also die Daten dezentral gespeichert zu lassen und sie aber halt dann in viel besserer Weise, als das bis heute passiert, dann eben zu referenzieren. Bisher führt GovData ja, glaube ich, eher so ein Schattendasein. Ich bin noch nicht so lange in dem Open-Data-Bereich unterwegs, deswegen kenne ich die Vorgeschichte von GovData noch nicht so gut und wie gut es da aktuell läuft. Aber das sind zum Beispiel Fragen, die wir uns stellen müssen wo dann das Eckpunktepapier vielleicht schon eine Antwort geben wird. Also ein paar Fragen, die natürlich politisch entschieden werden müssen. Also ob jetzt der Bundesdatenschutzbeauftragte auch noch dieselbe starke Stellung wie im Datenschutzbereich bekommen soll, das ist, wie ich finde, eher etwas, was politisch entschieden werden muss. Da bin ich jetzt dann auch noch nicht, da kann man die Vor- und Nachteile aufzeigen.
Aber da bin ich jetzt dann nicht der richtige Ansprechpartner auf Referentenebene. Aber das, ja, also das steht jetzt unmittelbar bevor, diese Entscheidung. Also wir haben diesen dieses Eckpunktepapier in der als Vorarbeit da liegen. Das muss dann jetzt eben von der Ministerin abgesegnet werden und im Haus noch abgestimmt werden. Und dann geht es in die Ressortabstimmung und dann hat es natürlich auch die Öffentlichkeit. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz ist ja nicht nur der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, sondern der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Mhm. Entsprechend würde ich schon sagen, dass man ihm da durchaus auch irgendwie umfangreiche Befugnisse mitgeben könnte. Ja, ja, klar. Nur im Augenblick führt die Informationsfreiheit auch in dessen Haus ein Schattendasein. Da gibt es also ein kleines Referat, was sich mit Informationsfreiheit beschäftigt. Liegt vielleicht auch daran, dass er eben keine harten Befugnisse hat. Liegt aber vielleicht auch daran, dass die meisten Datenschützer jetzt für den Gedanken Open Data auch nicht so zu begeistern sind, jedenfalls wenn es um personenbezogene Daten geht. Ist ja klar, also dass da ein Spannungsverhältnis zwischen Daten schließen, wegschließen und Daten offenlegen besteht, ist offensichtlich. Aber ich glaube, da gibt es ja diesen ganz alten Spruch schon von Vauerland, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Mir ist schon klar, dass das manchmal verknüpft ist. Aber ich glaube, das ist jetzt technisch nicht so komplex, das dann auseinanderzuzwirbeln an den Dingen, wo es zusammenhängt. Ich würde gerne nochmal vielleicht... Anna hat sich auch schon ganz kurz zu dem Punkt gemeldet. Ich bin nicht nur für Open Data zuständig, sondern auch für Datenschutz bei uns. Deswegen kann ich das schön verbinden. Yeah. Und genau das, also ne, es ist ja ein Unterschied, ob das personenbezogene Daten sind. Und was personenbezogene Daten sind, ist ja auch definiert. Und was ganz viele andere Daten sind, die wir haben, die gesammelt werden, die irgendwo, ich sag mal, verstauben und die man tatsächlich sinnvoll nutzen könnte. Dazu gehört irgendwie nicht die Maße meiner Wohnung, dazu gehört nicht, wo ich wohne. Dazu gehört ganz viele andere Sachen auch nicht so, aber das sind halt immer die Sachen, die personenbezogen sind oder wo man mich irgendwie wieder reidentifizieren kann. Die Daten, die sollten nicht auf einem Netz stehen, aber ganz, ganz viele andere Sachen, aus denen man auch noch sinnvolle Sachen ableiten kann, die verstauben aktuell und um die geht es an der Stelle. Also, ja, okay. Wenn ich darf, würde ich an der Stelle ein Beispiel gerne bringen, Das Beispiel ist gar nicht, soll jetzt gar nicht in eine Richtung lenken, sondern es ist einfach ein schönes Beispiel für die Probleme, die wir mit Open Data und mit Informationsfreiheit haben und aber auch für die Spannungsverhältnisse. Ein ganz kleines Beispiel. Ich bin ja in dem Open Data Referat, was auch das Dateninstitut gründet oder mitgründet. Und da haben wir im letzten Herbst eine Stakeholder-Konsultation gemacht und haben also eine Online-Konsultation gemacht, haben 6 Workshops durchführen lassen von einem Dienstleister und haben auch Einzelinterviews geführt. Daraus ist dann von dem Dienstleister ein Bericht entstanden, eine 200-seitige Zusammenfassung über diesen ganzen Konsultationsprozess. Und da stellte sich dann die Frage, die wir uns aber am Anfang noch nicht gestellt hatten, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Bericht, den müssen wir natürlich offenlegen. Würde wahrscheinlich jeder im Raum auch zustimmen. Habe ich auch sofort gesagt, ja natürlich, wir sind das Open Data Referat, natürlich müssen wir jetzt die Zusammenfassung dieser Stakeholder-Konsultation offenlegen. So, und dann kamen aber die ersten Einwände. Also erstmal von dem externen Dienstleister. Ja, das haben wir aber eigentlich nicht für die Öffentlichkeit geschrieben, sondern nur für den internen Gebrauch. Da würde ich sagen, kommt man noch ohne weiteres drüber hinweg. Wobei man auch da kurz drüber nachdenken muss, hat der jetzt ein Urheberrecht an diesem Bericht. Aber da würde ich auch ganz klar sagen, Public Money, Public Data, also natürlich gibt es jetzt da kein Urheberrecht, weder dieses Dienstleisters noch von uns. Dann stellte sich aber heraus, dass in dem Bericht die Teilnehmer an diesen Workshops namentlich erwähnt waren. Und auch diejenigen, mit denen Einzelinterviews geführt wurden, waren natürlich namentlich erwähnt. So, personenbezogene Daten. Was machen wir jetzt? Fragen. Mein Gedanke war, das kann jetzt nicht sein. Ja, natürlich, die haben an einer Veranstaltung des Staates teilgenommen. Die wussten, dass aufgeschrieben und notiert wurde. Die Teilnehmer, die fragen wir jetzt nicht, sondern wir veröffentlichen, ohne zu fragen. Und dann sofort alle Einwände von den Datenschützern, ja, und auch aus meinem eigenen Referat. Nein, das geht nicht, ist unmöglich, das können wir nicht machen. Die müssen geschwärzt werden. Und dann kam natürlich
die Aussage Fragen. Ja. So, 50 Teilnehmer, 50 E-Mails, 50 Fragen. Antwortrate, geschätzt wahrscheinlich 10% oder 20%, weil die Leute gar keine Lust haben, da jetzt zu antworten. Dann hätten 3 widersprochen. So, dann hätten wir Teile, also einzelne dieser Teilnehmer hätten wir dann schwärzen müssen. Mhm. Und dann wäre natürlich sofort die Frage gekommen, warum sind denn einzelne Namen bei dieser Stakeholder-Konsultation erwähnt und andere nicht? Hätte sofort eine politische Debatte gegeben. Wie kann es sein, dass der Staat eine Stakeholder-Konsultation macht und einzelne Namen sind veröffentlicht und andere nicht? Da ist doch was faul. Ja, ist das jetzt ein Microsoft-Vertreter, der da jetzt gerade nicht erwähnt wird? Warum ist der andere dann namentlich erwähnt? Ich habe dafür plädiert, dass wir diese Namen veröffentlichen, ohne zu fragen, was wir dann auch gemacht haben. Das weiß ich gar nicht mehr. Wir haben dann das mitgeteilt. So, dann war aber das nächste Problem, und jetzt sind wir aus dem Datenschutzrecht raus, einzelne Personen bei den Einzelinterviews waren mit wörtlichen Zitaten zitiert, mit Anführungszeichen. Und das ist dann sind wir im Äußerungsrecht. Im Äußerungsrecht muss man da, glaube ich, noch ein bisschen strenger sein. Wenn einem ein wörtliches Zitat in den Mund gelegt wird, dann kann man das nicht einfach so machen, sondern da muss man tatsächlich nachfragen. So, dieser Nachfrageprozess hat dann ein paar Wochen gedauert. Ist dann auch irgendwann, sind wir natürlich dann so weit gewesen. Und dann ging es aber weiter. Das Dokument muss natürlich barrierefrei sein. Und um ein solches Dokument barrierefrei zu machen, ist ein gehöriger, ich kenne mich da nicht aus, ich weiß nur, was dann passiert. Also es hat ein gehöriger technischer Aufwand, der einige Wochen in Anspruch genommen hat. Ich schildere nur die Realität in einer Behörde, die wohlwollend ist, also die wohlmeinend ist, die dieses Ding wirklich rausgeben will. Mittlerweile, also so nach 3 Monaten, ist dieser Bericht jetzt öffentlich zugänglich und veröffentlicht und ich glaube auch rechtlich halbwegs sauber. Wobei ich jetzt natürlich kein juristisches Gutachten darüber angefertigt habe, ob das datenschutzrechtlich in Ordnung war, die Personen, die an den Workshops teilgenommen haben, da eben nicht individuell zu fragen. Da hätte man sich mit der Frage hätte man sich locker 2-3 Tage als Jurist, als Datenschutzrechtler auseinandersetzen können. Und das Ergebnis wäre gewesen, ja, es gibt gute Gründe, die dafür sprechen und es gibt gute Gründe, die dagegen sprechen. Und das ist, wie gesagt, ein Referat, was wohlwollend ist. Also wir sind das Open-Data-Referat. Ja. Da reden wir jetzt nicht von Leuten, die das Amtsgeheimnis noch hochhalten oder die zu faul sind, Dinge zu veröffentlichen, die es ja in der Behörde auch gibt. Das ist vielleicht sogar, oder eben, man muss es gar nicht Faulheit vorwerfen, sondern Leute, die Angst haben, sich strafbar zu machen, weil sie bestimmte Informationen herausgeben. Und es gibt eben auch Straftatbestände, die das Veröffentlichen von Amtsgeheimnissen sanktionieren. Da kann man dann den einfachen Beamten, der dann sich überlegen muss, gebe ich ein Dokument jetzt lieber raus oder gebe ich es nicht raus, kann man dann halt schon verstehen, wenn der sagt, ja, also im Zweifel lieber nicht rausgeben. Und ja, das ist halt das Gegenteil also von Open by Design. Ich glaube, es waren sogar 6 Monate statt 3. Ja. Interessant, dass man es dann halt erst hinterher sich überlegt, dass da noch was drin ist. Aber Anna, na klar, man hätte natürlich am Anfang dran. Das wäre tatsächlich genau erst mein erster Punkt gewesen, was ich irgendwie immer gefühlt mantrahaft predige. Denkt bei allen nicht nur Gesetzgebungsvorhaben und Prozessen, sondern bei allen Prozessen den Datenschutz von Anfang an mit. Also wo könnte da ein Problem sein? Und wenn die Leute reinkommen zu diesem Stakeholder-Prozess, dann bekommen die am Anfang ein Formular. Ist es für euch in Ordnung, dass wir den Bericht von diesem Stakeholder-Prozess veröffentlichen? Man kann gegebenenfalls noch sagen, okay, wir haben wörtliche Zitate mit in diesem Bericht. Ihr habt bis dann und dann Zeit, ihr dürft ihn noch mal einsehen. Wenn ihr da falsch zitiert wurdet, können wir das noch ändern. Ab Zeitpunkt X werden wir das veröffentlichen. Wenn ihr nicht drüber geschaut habt, selber schuld. Dass man sowas am Anfang einfach mit abfrühstückt. Das ist wie wenn wir beispielsweise auch über Gesundheitsdaten ja total viel diskutieren, was das für Nutzen haben könnte. Wenn man mich fragen würde, ob ich meine Daten spenden will für die Forschung, ich werde erstmal nicht abgeneigt. So. Aber es hat mich halt einfach noch niemand gefragt.
Und müssen wir das wirklich jetzt irgendwie verpflichtend machen oder kann man erstmal gucken, ist überhaupt eine Bereitschaft dafür da? Und was wir in den Behörden brauchen, und das hat auch die, ich habe mir die Evaluation vom Transparenzgesetz in Hamburg auch mal angeschaut, was damit drin war, war, dass die Verwaltung klar irgendwie auch gesagt hat, das ist jetzt irgendwie erstmal ein Mehraufwand, aber wenn irgendwie Handreichungen mitgegeben wurden, wenn es Fortbildungen dazu gab, wie gehe ich eigentlich damit um, wie funktioniert das Ganze eigentlich, dass es deutlich, deutlich positiver ausgefallen ist, das Feedback auch von der Seite. Und das ist ja beispielsweise was, was man auch von Anfang an damit reindenken kann. Und ansonsten Datenschutz von Anfang an mitdenken, sich überlegen, wo könnte das zu einer Hürde werden und sich überlegen, wie kann man das vielleicht vorher abfrühstücken, damit man, weil klar, im Nachhinein hat man dann das Problem, wie macht man es jetzt? Telefoniert man den 50 Leuten nochmal hinterher? Aber wenn man es von Anfang an mitdenkt, aber das ist nicht nur irgendwie bei eurem Prozess jetzt so gewesen, ich habe es auch an anderen Stellen schon mitbekommen, da hilft es einfach von Anfang an mitzudenken. Ja, ich würde gerne nochmal auf dieses Open Data und wie organisiert der Staat seine Daten und wie kann er sie auch zur Verfügung stellen, vielleicht ein paar Sätze sagen. Hier in den Räumen wurde ja vor knapp 10 Jahren Wikidata erfunden, was heute das größte freie Projekt strukturierter Daten ist. Insofern ist das was, womit wir uns ja auch tagtäglich befassen. Und die Strategie, die wir zuletzt verabschiedet haben, heißt Linked Open Data. Und das, glaube ich, gibt auch die Richtung vor, wie auch an dieser Stelle gedacht werden muss, dass man also sich weniger die Fragen, wir haben jetzt ja gerade über dieses politische Narrativ Datenraum, das finden wir eigentlich gar nicht so optimal, das ist irgendwie so ein abgeschlossener Raum, wo irgendwie so diese Daten drin hängen, also das gibt eigentlich gar nicht das wieder, was wir wollen, sondern dass die Daten da liegen und die Frage ist, wie sie verknüpft werden können. Das ist eigentlich die spannende Frage und dann wird die Frage, wo die jetzt sind, auf welchem Portal oder wer die pflegt, wird ein Stück weit zweitrangig, solange die wichtigen Prinzipien, die FAIR-Prinzipien, also oh, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich es hinkriege. Auf jeden Fall die FAIR-Prinzipien, bleibe ich lieber beim Abstrakten, dass die eingehalten werden. Weil wenn die eingehalten werden, und da kann man sogar den Behörden, glaube ich, sogar fast noch ein klein wenig Freiheit lassen, ob sie sagen, hier hast du einen zentralen Dienstleister, der macht das alles für dich. Oder wenn du selber die Datenexpertise aufbauen willst, dann ist das auch fein. Hauptsache, die Daten sind alle so zur Verfügung. Und ehrlicherweise müssen wir auch sagen, so viel Daten werden wir am Ende ja gar nicht haben. Es ist ja eher ein kleines Projekt, weil in Deutschland die staatliche Verwaltung im Wesentlichen auf Länder- und Kommunalebene ist. Das heißt, es ist eigentlich eher ein erstes Projekt, ein Leuchtturmprojekt, wenn der Bund das macht für die Länder und den Kommunen mit ihren riesigen Datenmengen. Nee. Dagegen hat der Bund ja gar nicht so viel Daten. Deswegen macht es das eigentlich viel einfacher für den Bund, dass das gar nicht so kompliziert ist wie für die Länder. Und das macht es, glaube ich, dann auch noch ein Stück weit leichter. Und wenn man dann darüber denkt, über dieses Linked Open Data und die Prinzipien, wie das verknüpft werden muss, dann kann man sich, glaube ich, über diese Frage des Angebotes etwas weniger Gedanken machen, wobei das natürlich in der Praxis trotzdem mitgedacht werden muss, weil die Anforderungen werden, also die werden Sie dann trotzdem abkriegen. Ne? Also wenn dann irgendein Bundesamt das nicht hinkriegt, das Bundesamt für Naturschutz, schafft es dann nicht, die Daten zur Verfügung zu stellen, dann ist der politische Druck möglicherweise doch da. Aber ich fände es wichtiger, dass die Prinzipien vor allen Dingen festgehalten werden, als jetzt die ganz konkrete Organisation. Und das sind ja auch die wir im Dateninstitut auch mit verankert haben, die FAIR-Prinzipien. Ja, ja. Also auch überhaupt gar kein Widerspruch. Nur wenn man jetzt eben an diese technischen Fragen und auch an die Infrastrukturen denkt, dann wird das Problem natürlich noch größer, weil wir dann sind wir im gesamten Bereich der Verwaltungsdigitalisierung. Wir wollen jetzt erstmal hier dieses Gesetz schreiben und die Prinzipien und die Rechtsansprüche und die Grundlagen festlegen. Aber klar, wenn man so einen riesen Tanker wie die Bundesverwaltung auch nur graduell in eine oder die andere Richtung verschieben will oder da Prozesse einführen will, wie zum Beispiel jetzt aktuell die E-Akte, die, also was heißt aktuell, schon seit vielen Jahren fragen, ja. E-Akte, dann sieht man eben, wie schwierig es ist, in so einem großen Bereich eben Veränderungen durchzusetzen, die den gesamten Bereich betrifft. Ich will gar nicht also jetzt schlechte Stimmung verbreiten, sondern wir sind ja voll motiviert, das auch zu machen. Noch eine Sache zu diesen Linked Open Data. Man muss natürlich auch sehen, dass wir von ganz unterschiedlichen Datenkategorien auch sprechen. Das macht es ja auch spannend. Also das, was ich jetzt, mein Beispiel von eben, das war halt ein 200-seitiger Bericht. Das ist eher etwas, was früher oder was man vielleicht so dem Bereich der Informationsfreiheit noch zuordnen würde, wo es eher darum geht, Transparenz herzustellen, Verwaltung zu kontrollieren, für die Öffentlichkeit einsehbar zu machen, was ist da überhaupt in diesem Prozess passiert.
Da würde man jetzt weniger eine Big-Data-Analyse drüber laufen lassen. Könnte man vielleicht auch, ja. Aber da sprechen wir jetzt von einem individuellen Dokument. Wenn wir aber jetzt mal ein anderes Beispiel nehmen, die Geodaten, das muss ganz anders strukturiert, da müssen die Daten ganz anders strukturiert sein, auch mit anderen Metadaten versehen werden. Das ist dann eher eine technische Frage, wie man Geodaten einfach komplett offenlegt, als wie man, wenn man jetzt so ein individuelles Dokument offenlegt, mit den dann aber auch da verbundenen Schwierigkeiten. Ich sehe schon ganz viele Reaktionen im Publikum und würde da gerne mal nachfragen, wer eine Frage stellen möchte. Marie, gerne. Da kommt auch noch ein Mikro. Ja, danke, hallo. Ich habe eigentlich zwei Fragen und eine wollte ich schon immer mal stellen, weil ich keine Juristin bin und es ist ja heute so ein juristischer Talk, deswegen muss ich das mal fragen. Und zwar, wenn es um Rechtsanspruch von Informationsfreiheit geht und Open Data, ist es ja so, weit ich verstanden habe, so in Deutschland, dass wir diesen Artikel 5 Grundgesetz haben, dass jeder sich aus freien Quellen unterrichten kann, aber so einen richtigen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Informationsfreiheit haben wir ja nicht. Also deswegen ist ja auch die Stellung des Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten so stark im Datenschutz und nicht so stark in der Informationsfreiheit. Also zumindest so habe ich es mir immer auch hergeleitet. Meine Frage ist so ein bisschen an die Menschen auf dem Podium oder auch Herr Feil, wie stark kann man einen Rechtsanspruch auf Informationsfreiheit machen, wenn es nicht verfassungsrechtlich irgendwie verankert ist? Wie stark kann man den, also wie sehr kann man den stärken oder braucht es da vielleicht sogar eine Grundgesetzänderung? Da würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren. Und die zweite Frage ist so ein bisschen, ich fand Ihr Beispiel total gut, weil es so ein bisschen verdeutlicht, also ich verstehe, dass da gibt es so Vorbehalte bezüglich dieser Abwägung von Geheimhaltungsinteressen und Veröffentlichungsinteressen. Und es gibt eine sehr umfangreiche Evaluation des UIG, die ich mir jetzt da mal zur Verfügung, also zur Gemüte geführt habe. Und da sieht man, dass die Behörden ganz unterschiedlich damit überfordert sind. Also es gibt Behörden, die kriegen 5 Anfragen nach UIG und das macht denen gar nichts. Und andere sagen, oh mein Gott, wir können hier unsere Arbeit nicht mehr machen. Und da würde ich Sie gerne fragen, wie das verwaltungsintern diskutiert wird. Also glauben Sie zum Beispiel, dass Schulungen da helfen können? Wie könnte man da Vorbehalte abbauen? Weil in den Evaluationen sehe ich nicht, dass es ein Problem über alle Verwaltungen hinweg ist, sondern dass es einfach wirklich dann Einzelne gibt, die überfordert sind damit. Ja, also eine Grundgesetzänderung erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Und vor allem, wenn man jetzt an die Grundrechte und sogar an das Artikel 5 Grundrecht, also eines der hehrsten Grundrechte, herangehen wollte, wäre das schon ein enormes Politikum. Also ich hätte jetzt persönlich gar keine Vorbehalte dagegen. Es wäre nur schon ein ziemlich starker Brocken. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich die Rechtsprechung richtig verstanden habe, dann ist die Informationsfreiheit grundrechtlich abgesichert, wenn ein Datum offengelegt ist, also allgemein zugänglich ist. Und das ist eben dann bei den noch nicht veröffentlichten Daten eben nicht der Fall. Aber in dem Moment, in dem sie veröffentlicht werden, greift der Grundrechtsschutz schon. Wobei in dem Bereich, glaube ich, auch viel umstritten ist. Man kann ohne grundrechtlichen Anspruch natürlich einfach gesetzlich alles regeln. Also es ist natürlich so ein individueller Rechtsanspruch ist, wenn er dann auch noch grundrechtlich abgesichert ist, vielleicht in der Abwägung etwas stärker gegenüber anderen Grundrechten. Ja, aber an sich kann man das alles auch einfach gesetzlich regeln. Und das tun wir ja auch. Also das IFG tut es ja schon heute. Und wenn wir jetzt noch einen Rechtsanspruch auf Open Data einführen, dann muss man sich ja auch nochmal überlegen, worin unterscheidet der sich eigentlich vom Rechtsanspruch, der auf Informationsfreiheit gründet. Da bin ich bisher so zu dem Ergebnis gekommen, dass der Unterschied dann hauptsächlich darin besteht, dass die Daten maschinenlesbar sein müssen im Open Data Bereich und dass sie weiterverwendbar sein müssen. Das ist ja bei IFG nicht ohne weiteres anzunehmen, sondern da kriegt man tatsächlich ja auch Papierakten oder PDFs. Ja. Anna, nur eine ganz kurze Ergänzung und natürlich der Punkt, dass ich nicht proaktiv nachfragen muss, sondern tatsächlich auch selber suchen kann nicht quasi darauf warten muss, bis irgendwann eine Antwort kommt. Und Rechtsanspruch, also wir haben bei uns, ich wohne ja in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Und ich glaube, wir haben dafür nicht
unsere Landesverfassung geändert. Aber Gesetze, und ich kann quasi, wenn ich jetzt Elternteil bin, kann ich diesen Kita-Platz einklagen. Und das ist natürlich, wenn wir sagen, wir wollen den Rechtsanspruch auf Open Data haben und wir haben einen klaren Kriterienkatalog, was offen zur Verfügung gestellt werden muss, weil bei Default, und was eben nicht zur Verfügung gestellt werden muss, kann ich ja dann irgendwie auch gucken, dass ich mir das im Zweifelsfall, falls es nicht zur Verfügung gestellt wird, einklage. Und ganz kurz vielleicht zu dem Verwaltungspunkt auch noch, wobei, da kannst du, glaube ich, mehr sagen als ich. Ich habe irgendwie nur kurz mal in der Verwaltung mitgearbeitet. Meine Erfahrung da ist, dass Schulungen tatsächlich helfen, um Ängste abzubauen, um Hürden abzubauen, um zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich. Und wenn das Kann-Regelungen sind, so, ne, das kann man so machen, wird es ganz viele geben, die aus Bequemlichkeit erstmal sagen, und will ich denen auch gar nicht vorwerfen, so, ne, aber aus Bequemlichkeit erstmal sagen, na, ich mache jetzt erstmal weiter wie bisher, da muss ich nichts ändern, ist für mich einfacher. Wenn es eine Muss-Regelung ist, aber eine begleitete Muss-Regelung, wo die Leute reingeführt werden, dann kann das uns, glaube ich, ganz, ganz viel helfen. Ja, also es hängt ganz stark von der Behörde ab, über die wir sprechen. Bei uns gibt es ein IFG-Referat, das berät natürlich dann das einzelne betroffene Referat, wenn ein Anspruch gestellt wird. Eine kleine Kommune, die vielleicht, wo der Sachbearbeiter einmal im Leben einen IFG-Antrag bekommt, die hat natürlich diese Möglichkeit nicht. Der ist dann tatsächlich aufgeschmissen, weil er damit nichts zu tun hat. Wir kriegen täglich, ist ein bisschen übertrieben, wir kriegen wöchentlich IFG-Anträge. Das heißt, wir wissen dann schon, wie man damit umgeht und was so die rechtlichen Voraussetzungen sind. Ja, aber Schulungen helfen da natürlich auch. Aber es ist viel mehr. Also wir brauchen einen Kulturwandel in der Verwaltung. Das ist jetzt leicht hingesagt. Wir erleben ihn, glaube ich, schon auch. Also schon seit vielen Jahren geht ja die öffentliche Debatte weg vom Amtsgeheimnis und mehr zu Transparenz. Aber das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und auch von persönlichen Einstellungen abhängig. Also jetzt nochmal mein Beispiel von eben. Also ich würde nicht so wie du sagen, die müssen gefragt werden, die Teilnehmer, sondern es gibt diesen Public Interest Test. Es besteht ein öffentliches Interesse daran, zu wissen, wer in staatlich organisierten Stakeholder-Workshops gesessen hat. Also da, finde ich, ist die Abwägung eindeutig pro Offenheit und kontra Datenschutz. Aber das ist alles umstritten im Datenschutzrecht. Ja. Also da finden Sie, und es hängt eben stark von persönlichen Voreinstellungen ab. Wer eher so Richtung Geheimhaltung tendiert, der sagt auch hier, das soll schon die individuelle Entscheidung des Einzelnen sein. Und wer mehr in Richtung Offenheit und Transparenz tendiert, der würde halt in dem Beispiel sagen, sogar wenn der widerspricht, ja, sollte doch. Also wer da am 15. September für 5 Stunden in den Räumlichkeiten des BMI gesessen hat, das sollte doch jedermann wissen. Deswegen will ich ja vorher fragen. Ja. Nee, aber auch vorher fragen. Ja gut, dann könnte man noch sagen, nee, dann nehme ich an der Veranstaltung nicht teil. Genau, wenn Sie bei einer transparenten Veranstaltung nicht teilnehmen wollen, dann sind Sie vielleicht auch nicht richtig im Stakeholder-Prozess des Bundes. Ja, wir haben ja auch hier vorne noch eine Frage. David Zellhöfer von der Hochschule für Wirtschaft und Recht hier in Berlin. Den Punkt, den Sie gerade gebracht haben mit dem Datenschutz, das kommt mir so ein bisschen tatsächlich vor wie ein Strohmann-Argument, weil man fragt tatsächlich davor, was man mit den Sachen machen möchte. Das würden unsere Studierenden automatisch schon mal machen, aber darum will ich gar nicht fragen. Mir geht es eher um diese technische Dimension. Sie hatten jetzt gesagt, Sie wollen jetzt nicht diese technische Ebene aufmachen, weil das Problem so überkomplex wird, man dann sozusagen an die Verwaltungsdigitalisierung ran möchte. Mir ist da so ein bisschen unklar, wie Sie tatsächlich so einen Prozess hinkriegen wollen, ohne die Verwaltungsdigitalisierung berühren zu wollen. Und warum soll es so komplex sein? Wir haben ja gerade schon gehört, es gibt so Sachen wie Wikidata, es gibt im bibliothekarischen oder im kulturwissenschaftlichen Bereich diverse Interfaces, Schnittstellen, die es bereits ermöglichen, Metadaten genormt auszutauschen, Datensätze auszutauschen. Ich habe das Gefühl, wir haben da gar nicht so ein Vollzugsproblem, sondern eher so ein Recherchedefizit. Also wir werden diese Diskussion auch in dem Bereich natürlich führen. Soweit sind wir aber noch nicht, und da bin ich als Jurist auch nicht der richtige Ansprechpartner. Also wenn es dann darum, also ich habe eine ganze Liste von Datenaufbereitungspflichten, von potenziellen Datenaufbereitungspflichten, die wir ins Gesetz reinschreiben werden.
oder wollen oder müssen. Und dazu gehört es zum Beispiel, die Daten barrierefrei zu machen, dazu gehört aber eben auch, sie mit Metadaten zu versehen. Und wenn wir dann ins Detail gehen, werden wir natürlich auch werden wir in den Bereich hineinkommen. Aber Sie merken schon ein bisschen, ich schwimme so ein bisschen, weil ich bin nicht Experte im Bereich Verwaltungsdigitalisierung und wir fangen jetzt erstmal mit einem kleinen Nukleus an und dann wird das ausgedehnt. Noch eine kurze Reaktion darauf. Wir haben da nämlich noch eine Frage. Also ich denke, das Defizit ist sicherlich da bei den Behörden, gerade auch bei den Bundesbehörden, die nicht wissen, was sie damit anfangen würden. Deswegen müssten sie wirklich in die Gesetzgebung da, glaube ich, konkret was reinschreiben. Ich habe selber mal vor 10, 12 Jahren im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit gearbeitet, auch eine nachgeordnete Bundesbehörde. Wir haben Lebensmittelüberwachungsdaten bekommen seitens der Bundesländer. Auf der Grundlage, es sollte maschinenlesbar sein. Die Bundesländer haben dann letztendlich gesagt, ja, nein, wir können nicht eine Textdatei, eine CSV oder Excel schicken, weil es keine klaren regulatorischen Vorgaben gab. Also sie müssen die Leute mitunter auch an die Hand nehmen und einfach mal sagen, das hier ist euer Ziel, wir wollen perspektivisch zu Linked Data, dafür braucht ihr vielleicht auch bestimmte Interfaces. Man kann das nicht immer so abtun, dass das ein reines IT-Problem ist. Das wird nicht funktionieren, weil die Leute, die es entscheiden, sind nachher nicht die IT-Leute. Also Sie würden sogar dann dafür plädieren, ins Gesetz hineinzuschreiben, bestimmte Datenformate oder na gut, die vielleicht ja das dann eher in der Verordnung überlassen? Genau, aber da muss es halt hinreichend speziell sein, damit ich auch einfach mal weiß, wie ich damit umgehen will. Also wenn Sie jetzt sagen, jeder macht sein eigenes Portal, na klar machen die ihr eigenes Portal wegen des Ressortprinzips, können Sie selber bestimmen. Wenn Sie aber reinschreiben, die müssen das irgendwohin per Schnittstelle ausspielen, dann können die tatsächlich auch mal Leute beauftragen und wissen, was überhaupt die Spezifikation ist, weil es bringt uns ja nichts, wenn einer denn einen Dienstleister hat, der PDFs hochlädt, einer wunderbar 5-Star Open Data fährt und ein anderer macht irgendwelche Word-Dateien, wo Tabellen drin sind. Ich weiß nicht, das Bundeskanzleramt hat ja gerade vor kurzem eine Stelle als Chief Data Officer geschaffen. Vielleicht kann man da anfangen. Das wäre auch ein guter Ansatzpunkt als erstes, oder? Ja, diese Chief Data Officer-Stelle, die haben alle Behörden jetzt eingerichtet. Aber Kanzleramt ist ja erstmal am interessantesten. Die kümmern sich darum, aber es ist halt eine Stelle, eine Person. Wir haben ja auch Open-Data-Koordinatoren jetzt in allen Behörden geschaffen, schon mit der letzten Datenstrategie. Und das läuft alles langsam an, aber das sind halt zum Teil eben Leute, die Experten im Bereich Open Data sind, aber es sind halt auch Leute, die eben diesen zusätzlichen Hut noch aufgesetzt bekommen, weil es halt irgendeiner machen muss. Also da muss man halt auch ganz realistisch sein. Ja, dann hoffen wir, dass das nicht im Kanzleramt ausgerechnet ist. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Tatsächlich, weil ich das ganz, 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 ganz spannend finde und ich hatte da auch letztes Jahr mal im Ausschuss nachgefragt. Ich weiß gar nicht, welches Ministerium wir da hatten. Es ging aber auf jeden Fall auch um das zur Verfügung stellen von Daten und was man da irgendwie alles geplant hat. Und dann habe ich gefragt, inwiefern eigentlich die Häuser untereinander reden, dass man irgendwie auch standardisiert zur Verfügung stellt und dass das irgendwie auch verlinkt ist. Und da war irgendwie ein ziemliches Zirpen. Wenn wir jetzt diese Chief Data Officers haben, sprechen die auch miteinander und klären genau solche Dinge? Also wirklich einfach nur interessierte Nachfrage. Ja, also natürlich gibt es auch interministerielle Arbeitskreise und AGs, also zum Beispiel zwischen den Open Data Koordinatoren. Es dauert aber eben alles. Also die müssen sich jetzt erstmal in ihren Job hineinfinden, die müssen sich mit Open Data befassen und dann treffen sie sich halt auch alle paar Monate und sprechen sich ab. Aber ja, Ressortprinzip, das ist schon größtenteils in der Eigenverantwortung der Ressorts und da sind halt manche besser und andere sind halt nicht so gut. Ich würde gerne noch eine letzte Frage aus dem Publikum nehmen, Michael. Ja, ich könnte jetzt, erstmal hatte ich die ganze Zeit gedacht, ich könnte den datenschutzrechtlichen Fiesebert spielen und sagen, ich widerspreche der Nutzung meiner Stimmdaten, jetzt während ich die Frage stelle. Aber das wäre ein bisschen fies gegenüber Wikimedia, nein. Meine Frage ist zu dem Rechtsanspruch auf Open Data. Es ist ja doch, glaube ich, ein Spektrum denkbar, was das genau bedeutet. Also was ist der Gegenstand dieses Anspruchs? Und was ist die Rechtsfolge davon? Und ich glaube, so ein Minimalding wäre zu sagen, das, was jemand als IFG-Anspruch geltend gemacht hat, muss in standardisierter Form auch veröffentlicht werden. Das wäre so ein sehr geringer Anspruch und ein sehr weitgehender wäre tatsächlich, folgende Punkte muss veröffentlicht werden.
Aber auch da, woher weiß ich, was es noch gibt, wenn es veröffentlicht werden muss, aber wie kann ich meinen Anspruch dann geltend machen gegenüber Daten, die vielleicht eine Behörde nicht bereitstellt, woher weiß ich das? Und was ist auch die Rechtsfolge? Nur, dass die es halt irgendwo einstellen muss oder gibt es auch weitere Sachen, wie irgendwie, wenn wir das Kindergarten oder das Kita-Beispiel nehmen, da hat man dann ja einen Anspruch, dass man einen Kita-Platz hat und ansonsten halt irgendwie die Tagespflege finanziert wird. Genau, also da würde mich nochmal interessieren, weil ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen Differenzen, mehrere Optionen, was vielleicht Anna dir und Ihnen, Herr Feil, vorschwebt oder was einfach da diskutiert wird. Ja, also es wird nach unserer Vorstellung verschiedene Datenzugangskategorien geben. Also es wird der individuelle IFG-Anspruch, also der Anspruch auf Herausgabe eines einzelnen oder mehrerer einzelner Dokumente, der wird natürlich bestehen bleiben. So, dann wird es eine aktive Veröffentlichungspflicht geben, bestimmte Datenkategorien auf einer Transparenzplattform zu veröffentlichen. Und ich würde sagen, diese Daten, auf die sollte auch ein Rechtsanspruch bestehen. Also die, die ohnehin veröffentlicht werden müssen, das muss auch gerichtlich durchsetzbar sein. So, und wenn dann eine Behörde eben etwas nicht veröffentlicht, dann kann man das einklagen. Ja, so wie heute den IFG-Anspruch auch. Ob darüber hinaus aber dann noch ein Anspruch auf ein bestimmtes Datenformat, eine bestimmte Datenqualität besteht, das ist dann noch zu entscheiden. Also da würde ich ja auch schon sagen, also ein Rechtsanspruch auf Open Data kann jetzt nicht nur so ein erweiterter IFG-Anspruch sein, sondern müsste schon auch sein, dass man dann den Anspruch hat, die Daten in einem weiterverwendbaren Format interoperabel zu bekommen. Und da reden wir aber dann, also ich habe hier nochmal die ganze Liste, es sind halt unterschiedliche Datenkategorien. Ja, es sind Geodaten und Gesetzentwürfe. Ja, und man kann da alles Mögliche sich vorstellen, die ganzen Informationen, die bei einer Stakeholder-Konsultation entstehen. Das ist was anderes als DIN-Normen. Ja, das ist ja aus der Wunschliste der Zivilgesellschaft, dass DIN-Normen nicht mehr verkauft werden sollen, sondern öffentlich gemacht werden. Geodaten und Karten, Gutachten, gutachterliche Stellungnahmen, Mobilitätsdaten, öffentliche Pläne, Subventionsvergaben, also es sind viele, viele interessante Vorschläge und Datenkategorien, die aber natürlich in unterschiedlichen Formaten vorliegen und dann wahrscheinlich auch von Datenkategorie zu Datenkategorie unterschiedlich aufbereitet werden müssten. Da müsste man dann wahrscheinlich auch individuell festlegen, worauf sich der konkrete Anspruch dann richtet. Also ich kann das technisch alles nicht beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass Geodaten und Karten halt nicht dasselbe sind dass da nicht dieselben Anforderungen gelten sollten wie bei Gerichtsentscheidungen der Bundesgerichte. Das eine ist halt einfach ein Word-Dokument oder ein PDF-Dokument oder eben ein maschinenlesbares. Aber bei Geodaten und Karten muss man halt die Fachleute fragen, die Geodaten bereitstellen. Aber da sind die bestimmt auch sehr bereit, dabei zu unterstützen, wie man das sinnvoll machen kann, damit wir am Ende dieses Linked Open Data haben. Was bei der Aufzählung gerade, wo ich tatsächlich eher nochmal gehackt hätte, ansonsten, auf jeden Fall, IFG muss weiter bestehen bleiben. Und deswegen hatte ich ja auch gesagt, ich will irgendwie ganz klare Kategorien beziehungsweise ein Kriterienkatalog, welche Daten nicht zur Verfügung gestellt werden und zwar aus welchen Gründen. Sind das welche, die, weil es kritische Infrastruktur ist, besonders sicherheitsrelevant sind, sind es personenbezogene Daten? Dann haben wir quasi den Negativkatalog, also was wird nicht veröffentlicht und alles andere wird by Default veröffentlicht und darauf muss es auch einen Anspruch geben. Wenn irgendeine Behörde Daten jetzt nicht veröffentlicht. Da ist halt immer so die Krux, bekomme ich das mit, dass sie das nicht machen oder nicht? So, weil wenn sie es nicht zur Verfügung stellen, aber so grundsätzlich sollte man sich das auf jeden Fall einklagen können. Wo ich gerade tatsächlich eher so ein bisschen gehakt habe, ist, was machen wir eigentlich mit den Daten, die, keine Ahnung, irgendwann aus den 70ern mal kamen? Wie digitalisieren wir die so, dass das am Ende damit reingehen kann?
aber auf jeden Fall alle Daten, die quasi neu zur Verfügung gestellt werden, die müssen als Linked Open Data zur Verfügung gestellt werden. Und auch darauf muss es den Rechtsanspruch geben, weil irgendwie die PDF-Dateien, die wie im Falle von damals dem Einzelplan auch noch irgendwie gescannte, ursprünglich mal ausgedruckte Dokumente waren, die ich nicht durchsuchen kann, die bringen mir dann halt am Ende auch nicht wirklich was. Da gehen die Vorteile wieder flöten. Ja. Leider sind wir schon am Ende der Veranstaltung angekommen. Wir haben, glaube ich, gehört, eigentlich wollen alle mehr Offenheit und mehr Transparenz. Es geht noch um viele Detailfragen, die hoffentlich bald geklärt werden. Wir freuen uns alle auf das Eckpunktepapier und bleiben an dem Thema dran. Und gerade für unsere Gäste haben wir auch immer ein Zertifikat, dass sie ein Monster of Law sind, also die heutige Sendung überstanden haben. Vielen Dank fürs Vielen Kommen, herzlichen Dank. Liebe Anna. Vielen Dank, Winfried. Und wir haben jetzt noch die Gelegenheit, das Gespräch noch einen Moment weiterzuführen bei einem Kaffee und einem Croissant. Vielen Dank.